Was sind eigentlich die Buffs? Konzentriert auf Kosten des Schadens, die Angriffe mit dem Zauberer feindliche Angriffe zerstören. Das Zepter verletzt den Träger bei jedem Angriff, erhöht aber den ausgeteilten Schaden. Nee, danke. Pulververbrennung, hastiges Nachladen. Wucht und Zersetzung, Schaden liegen auf Kosten der Geschwindigkeit. Die Ballade mit Pulver bewirkt bei Schüssen eine kurze Brandexplosion. Die dicken Rauhaus der Donnerbüchse lenkt den Schuss jedoch ab. Nee, ich mach mal das an. Xoti. Mehr Defense ein bisschen und die Mordaxt. Nö. Das lassen wir so. Angriffsbindungen brauchst du nicht viel mehr. Ah, Watcher. I hear tale of another artifact ripe for the reaping. Ja, das machen wir gleich. Erst einmal. Wettbewerb des Schlechters. Die Rachtenjäger behaupten von sich, die letzten verbleibenden Mitglieder des seit langer Zeit aufgelösten Orden des verbrannten Stahls zu sein. Einer Bruderschaft von selbsternannten Drachenjägern. Indem er ihre Lieblingsbeute nachahmt, kann der Nachtlautmaler, unter dessen Führung die Drachenjäger agieren, Flammen auf ihre Feinde herabnehmen lassen. Darüber hinaus können sie mit den grausamen Waffen, die sie für die Drachenjagd nutzen, gleichermaßen einfach das Fleisch von Gestandenen, wie auch Reptilienschuppen durchschneiden. Obwohl du dich für alle drei Wettbewerbe qualifizieren kannst, kannst du nur an einem dieser Wettbewerbe teilnehmen. Okay. Das heißt, wir brechen hier an dieser Stelle ab. Weil wenn ich mich für einen Wettbewerb entscheide, kann ich die anderen beiden nicht mehr machen. Das ist so gesehen okay. Ich will aber erst wissen, was die anderen für mich bereithalten, ehe ich mich für einen entscheide. Wir können uns natürlich alle drei ansehen. Dauert dann halt ein bisschen länger. Deswegen, bevor ich mich jetzt um das nächste Gesicht kümmere, fragen wir erstmal weiter nach Artefakten. Welcome back. Willkommen zurück. I hope I can be of service, friend. Ich hoffe, ich kann dir helfen, Freund. Wie bist du zum Hüter der Erinnerung geworden? Fragen wir ihn erstmal noch aus. Ja, also wie bist du zum Hüter der Erinnerung geworden? Came before the faces not so many years ago now. Already long in tooth and weighted with the histories of 100 kingdoms. Ich bin vor den Gesichtern hergekommen, nicht vor allzu langer Zeit. Bereits mit langgewachsenen Zehen und unter dem Gewicht der vielen Geschichten hunderter Königreiche. I was a merchant first, but also a chanter of chants and stirrer of spirits. I thought myself worthy of the face's favor. Anfangs war ich ein Händler, aber auch ein Sänger und ein Geistersprecher. Ich hielt mich für würdig, die Gunst der Gesichter zu erhalten. Okay, perhaps I was, or perhaps they merely saw some kindred spark within me, for they did not allow me to compete. Vielleicht war ich das, oder vielleicht sahen sie einfach nur einen wohlbekannten Funken in mir, den sie ließen mich nicht teilnehmen. That, or he bored them into submission. Das oder hat sie gelangweilt, bis sie sich nicht mehr gewehrt haben. Instead, they revealed me to myself. They taught me the way of things. Stattdessen haben sie mich mir selbst enthüllt. Sie haben mir die Wege der Dinge gezeigt. They set me to this task and I, well, I eagerly accepted. Sie haben mir diese Aufgabe gegeben und ich habe sie willig angenommen. Er lächelt und zwei seiner Fingerspitzen legen sich zärtlich auf einen hölzernen Helm.
Ja, wie kannst du mit diesen Gegenständen Erinnerungen erhalten? We first wash the items in the pool. And in doing so, give the memories to the souls of this place. Thus do their deeds live on beyond them. Zunächst waschen wir die Gegenstände im Becken. Dadurch gehen die Erinnerungen in die Seen dieses Ortes über. So können sie weiterleben. Most items carry little more than the strongest memories of their use. Die meisten Gegenstände tragen nur die Erinnerung an ihre intensivste Nutzung in sich. Er zupft abschätzig an seiner Tunika, als würde er damit ihre Einfachheit andeuten wollen. A few, however, abundant with essence and charged with purpose, retain unusual attributes. These I care for, curate and purvey to those worthy of their enchantments. Einige aber sprühen nur so vor Essenz und Sinn. Sie sind in der Lage, ungewöhnliche Attribute zu bewahren. Diese sind für mich von Interesse. Ich kümmere mich um sie und gebe jenen, die ihres Zaubers würdig sind. Mit einem freundlichen Lächeln lässt er seine Finger über die Klingen streichen. Hast du irgendwelche Gerüchte über Artefakte für mich, die ich auftreiben kann? Rare is the hunter as interested in the past as the present. It warms my heart to find a spirit as kin to mine own as you. Einen Jäger, der an der Vergangenheit so interessiert ist wie an der Gegenwart, trifft man selten. Es erwärmt mein Herz, eine Seele zu finden, die meiner so nahe steht wie die deine. The slaying face would set you again to the hunt. Das schlachtende Gesicht möchte ich dich wieder auf die Jagd schicken. It desires the heart of an ancient warrior from its prison within a fortress of brass. You will know the organ by its size, so say the faces of the hunt. Er begehrt das Herz eines uralten Kriegers aus einem Gefängnis. Aus seinem Gefängnis in der Feste aus Messing. Du wirst das Organ aus seiner Größe, an seiner Größe erkennen. So sprechen die Gesichter der Jagd. You now know, as I know. Du weißt jetzt Bescheid, so wie ich es tue. Er verneigt seinen Kopf vor dir, doch seine Augen, die unter seiner buschigen Augenbraue hervorblicken, bleiben auf deine fixiert. Hast du sonst noch welche? Where is the hunter? Ja. Unfortunately, I have told you everything I know. Or that I have been given leave. The faces to tell you. Möglicherweise habe ich dir bereits alles erzählt, was ich weiß. Oder was ich dir mit Erlaubnis der Gesichter erzählen darf. Continue impressing them, and perhaps I will be able to reveal more. Beeindrucke sie weiterhin. Vielleicht kann ich dir dann mehr offenbaren. You now know, ja. As I. Vielleicht ein anderes Mal. Also, noch ein Herz der Titanen. Der schlachtende Gesicht identifizierte das Herz eines antiken Kriegers und beauftragte mich mit dessen Beschaffung. Egales Informationen deuten darauf hin, dass sich das Herz eines antiken Kriegers innerhalb einer Festung aus Messing gehalten wird. Ich muss in die Festung eindringen, um das Herz zu beschaffen. Oh Gott, ey. Oh, 368 Tage. Wir sind schon über ein Jahr unterwegs. Ganz ehrlich, Festung aus Messing, ist damit wirklich die Messing-Zitadelle gemeint? Das werden wir ja sehen. Ich würde jetzt erstmal am liebsten auf Port Mar hier zusteuern. Und dort im Krakenauge vorbeischauen. Vorher mache ich noch einen kleinen Umweg, weil ich will sehen, was passiert, wenn ich jetzt den Brunnen anklicke. Weil hier, das Ding ist auf jeden Fall weg. Ja, der Dschungel öffnet sich. Nach Fallen suchen. Fallen suchen. Nach Fallen suchen.
Einer der Steine sinkt ein, wenn man auf ihn drückt. Das heißt, ich meine antike Druckscheibe. Es geschieht nur nichts, wenn du dich in sicherer Entfernung befindest. Wenn dann der Entdecker, der vor dir hier war, die Falle entschärft, oder vielleicht funktioniert der Mechanismus einfach nicht mehr, weil er seit Jahrhunderten den Elementen ausgesetzt war. Den Boden untersuchen. Hineinsehen. Ja, ein Seil an der Katzenstatue befestigen, das Seil hinabklettern. Zum Vorsprung schwingen. Weiter in die Höhle hineingehen. Ich bin nämlich mal neugierig, was passiert, ob es hier einen Skriptfehler gibt und wir jetzt wieder in der Misere landen oder ob wir einfach nur jetzt den zweiten Zugang freigeschaltet haben. Of course. So. Die Ranken niederbrennen. Mit dem Feuerball. Weil das kennen wir ja schon alles. Und wir haben einfach nur den Weg hier rein geöffnet. Das Wasser können wir uns auch gleich hier wieder verlassen. Müssen nicht einmal im Kreis laufen. Ich frage mich nur, ob jetzt auch der Zugang weg ist und wir einfach nur noch... Ja. Wir kommen jetzt nur noch einfach so in den Schmelztiegel. Okay. So, von hier aus bis nach Port Maje. Ist es ein Stück? Wir sind zum Glück recht gut ausgerüstet, was Essen und Trinken angeht. Und ich muss ja auch sagen, ich habe irgendwie das Gesinge vermisst. Ja, eigentlich haben wir eine 13-Mann-Besatzung, aber Oswald trinkt doppelt so viel. Emini verlangt dafür mehr Geld. Wo ist Oswald? Sag bloß, Oswald kriegt dafür keinen Lohn. Weil wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13 Leute. Wir haben noch den Kupferkopf hier, aber ich kann ihn gerade nicht wegpacken. Da muss ich in der Kataka sein. Ja, Kupferkopf. Braucht Kupferkopf Essen? Nein, Kupferkopf braucht nicht mal Essen. Und Trinken braucht er auch keins. Dafür sauft halt Beodu seinen Anteil. Kann ich mir die Leute eigentlich so mal ansehen? Nein, leider nicht. Dass ich sehe, was wer verbraucht. Aber egal. So. Das Krakenauge ist jetzt unser erstes Ziel auf unserer Schatzjagd.
So. Ist es etwa hier drin? Ne, da ist nur ein Krakenauge drin. Ich soll hier... Ja, nicht die Adra-Perle, die Pechmünze finden.